Seid gegrüßt und willkommen zur 22. Episode meiner RimWorld Royalty DLC Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Wie in der letzten Episode gesagt, muss ich ja aufpassen, dass Migotra nicht zu weit weggeht. Beziehungsweise, dass sie nicht irgendwie in Gefahr gerät durch Raubtiere, während sie auf der Jagd ist. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, wenn ich das so sagen darf. Gut, Migotra. Du bist eine passable Jägerin. Ich traue mich gar nicht nachzuschauen, was die anderen machen. Okay, du kriegst es hin, oder? Töte es, los. Wir brauchen die Nahrung. Sehr gut. Dass wir es jetzt alleine schaffen, ohne meine Aufsicht zurückzukommen. Gut. Ernsthaft, wo sind die anderen? Okay, Komodo scheint zu sortieren. Ungekühlt. Oh oh, es wird es wärmer. Vulkanischer Winter haben wir doch noch. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Ah. Wir müssen unbedingt. Oh je. Gekühlt. 1,1. Warum? Was zum. Ach so, ich habe hier noch drin stehen, dass hier die Nahrung lagern soll. Nicht gut. Verbieten, rohes Essen, Mahlzeiten. Hier darf eigentlich gar nichts. Üppige Mahlzeiten. Nee, die kann ich hier alle nicht liegen lassen. Ich darf hier quasi nur Hemikan lagern. Das sollte ja eigentlich auch so hier drin bleiben. Also, das sollte eigentlich nicht schlecht werden. Aber hier sollte ich jetzt auch verbieten. 28 Grad? Hallo? Rohstoffe, nee, Leichen. Das sollte ich vielleicht auch unterbinden. Die sollen dann hier reinkommen. Tierleichen, genau, hier dürfen die rein. Ey, jetzt muss ich echt gucken, dass das hier priorisiert wird. Komodo? Schlachten, sehr gut. Und dann theoretisch auch weiterkochen. Bitte Pemmikan herstellen. Das brauchen wir unbedingt. So, Lawson baut Gebiet an. Das ist gut. Toxos nimmt einfache Mahlzeit. Was hast du getan? Ich hoffe ja, du hast Holz gefällt. So, Migotra spielt hier. Sehr gut. Unwürdiger Thronsaal. Was ist denn jetzt wieder das Problem hier? Ernsthaft, wo ist das Problem? Okay, eventuell sollte ich gucken, dass hier jemand putzt oder so. Oh, hier fehlt noch eine Kach. Oh Gott, was? Psychisches Brummen, schwach, männlich. Okay. Okay, bla bla bla. Oh Gott, des Hasses. Na super. Böden. Muss ich mal schauen, dass ich hier auch Platten, nee, Fliesen aus Sandstein? Ist das hier Sandstein? Nee. Das sind Granitfliesen? Nee, was ist denn das jetzt hier? Marmor, oder? Genau, Marmorfliesen kommen hier hin. Das wird das Problem sein von hier. Alle noch da? Leben alle noch? Du bist wieder im Dunkeln hier. Was ist denn mit dir? Oh je. Naja, ich bin mir echt nicht sicher. Schlecht, normal. Na. Oh Gott. Ey, bitte mach keinen Quatsch, Migotra. Was? Was tue ich hier? So. Bedürfnis. Stimmung ist eigentlich ganz gut. Fast eindrucksvolles Schlafzimmer. Hallo? Thronsaal ist langweilig. Stand geschmälert. Kein Produkt. Ach so. Wenn der Leute alles Titel haben, Thron und spricht in Anfang des Titels. Keine Produktion. Oh Mann. Dann machen wir halt den Arbeitsraum. Machen wir dann halt getrennt davon mit einer Holzwand. Eine schöne Holzwand natürlich.
Man kann sich auch anstellen, oder? Dum, dum, dum. So, was baust du hier? Fliese aus Marmor? Oh, oh. Habe ich das jetzt hier angeklickt? Aus Versehen eben? Huch. Nein, 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 nein. Abbrechen. Keine Marmorfliesen, bitte. Mach mal lieber bitte hier irgendwas Sinnvolles. Oh. Okay. Was haben wir noch im Überfluss? Marmorblöcke. Mache ich halt eine Marmorwand. Das geht jetzt nicht, weil ich hier schon... Okay. Dann nochmal neue Wand aus Marmor. Tür aus Holz ist ja okay, denke ich. Obwohl... Ja doch, aus Holz. Ich hoffe, das macht Komodo jetzt auch. Ruht sich aus. Hallo, mach bitte die Wand. Okay, Migotra geht pennen. Toxos ist am pennen. Wo ist denn Lawson? Lawson baut Pöppel an. Geh mal Pause machen. Habe ich denn noch genug Bäume markiert zum Abbauen? Holz hacken, ja doch, das sind ja alle hier die Bäume. Gut, Lawson läuft rum, geht ins Bett, sehr schön. Wie viel Holz haben wir hier rumliegen? 568, das hört sich nach viel an, nur das Problem ist, pro Stuhl, also braucht man ja schon irgendwie 50 oder so, oder pro Tür oder Wandelement. Okay. Warum liegt denn hier Fleisch? Ach, kommt schon. Was ist denn mit euch? Entenei? Ich komme mir gerade echt verarscht vor. Ernsthaft? Ey, ihr müsst bitte Fleisch herstellen. Was hast du überhaupt an? Gut, du hast was Normales an. Ich sollte auch schauen, dass ich hier die Pflanzen entferne. Sind halt alle kaputt durch dieses, was auch immer. Verdorben, genau. Okay, kannst du eventuell kochen? Auffüllen, genau. Komodo sollte dann auch kochen. Befriorisiere, kochen, genau. Ihr müsst das Fleisch nämlich verbrauchen, Leute. Oh je, innen, das ist nicht gekühlt alles, ne? Frisch. Ey, wir müssen unbedingt, oh Gott, Quest aktiv, was? Hütte, was? Hütte des Vermögens? Nö, bloß nicht, ey. So, Lawson hat sich darum gekümmert. Was macht Migotra? Migotra forscht. Ist zwar im Dunkeln, aber hey. Scheint ihr zu gefallen. Wir müssen hier schauen, dass wir Licht reinkriegen. Weil nachher ist die angepisst, dass es zu dunkel ist oder so. Oder wir machen das hier so, dass wir hier ein Luft-Dings haben. Eine Lüftung. Geht das nur aus Eisen? Schade. Also aus Stahl. Dann muss ich gucken, dass wir hier Stahl abbauen. Direkt mal ein bisschen mehr. Habe ich die Zeit wieder angehalten? Abbauen. Dann frage ich mich auch gerade, wer überhaupt Stahl abbauen kann. Komodo erntet. Was ist denn wieder mit dem Fleisch hier? Ey, wir müssen das verbrauchen, Leute. Das ist euch schon klar, oder? Reißt Wand aus Marmor ab? Ach so. Ey, nee, bloß nicht. Obwohl... Nee, Lawson, geh bitte mal... Oh, wer ist ein Bergarbeiter bei mir? Keiner. Das ist jetzt schlecht. Komodo. Aber du machst bitte was anderes, Lawson. Du musst hier irgendwie Holz hacken oder so. Oder das Holz eher tragen. Wo
Was machst du? Du erntest die Birke? Nee, du musst sie ja auffüllen. Auffüllen. Und ich muss hier ausstellen, dass Migotra Handwerk betreibt. Die soll halt nur jagen oder forschen. Nee, Lawson, hör auf, ey. Erstmal gucken, dass ich hier mehr. Moment mal, ich habe doch genug Eisen, oder? Stahl. Oh, ich Idiot. Erstmal alles abbrechen hier. Dann kann Lawson doch theoretisch lieber bauen. Arbeit, Lüftung, okay. Dann habe ich das falsch interpretiert. Genau, Lawson holt sich jetzt alles. Von da oben. Ich hoffe, die ist jetzt gleich nicht angepisst, weil es zu dunkel ist. Mein Freund starb in Kälte geschafft. Dunkel, ja. Irgendwer muss hier gleich für Licht sorgen. Wo war denn die Fackel nochmal? Möbel? Fackel, ja. Tada. Lawson isst und ruht sich aus. Okay, das machen wir dann am nächsten Tag. Aber die Forschung, ey, das dauert so lange. Aber wenn wir Strom haben, kriegen wir das hin, dass wir die Vorräte kühlen können. Wie viel Holz haben wir hier drin? 75, 39. Migotra ist wach. So blöd, dass wir diesen vulkanischen Winter noch haben. Aktiv seit 10 Tagen. Oh Mann, ey. So, du hast die Fackel aufgebaut, ist gut. Lüftung ist drin, sehr schön. Das hier sollte mal jemand wegholen. Und dann sollte jemand noch schauen, dass die Sachen hier getragen werden. Toxos erntet Kiefer. Ich würde mal sagen, Toxos hört mal auf, die Kiefern zu ernten, sondern transportiert mal nur. Hallo, hör mal auf, du sollst tragen. Die anderen können hier. Also jetzt füllst du wieder auf. Nee, das ist nicht gut. Du sollst nur tragen. Oh, ich kann ja nicht ausstellen, dass du sowas. Doch, das hier. Schalter betätigen. Ich glaube, auffüllen ist damit auch gemeint, ne? Gucken wir mal. Nö, das ist doch nicht damit gemeint. Naja, aber das muss ja auch gemacht werden. Migotra chillt hier noch. Füllt ihr Psi auf. Sondererlaubnis militärische Hilfe an. Ah, einmal kostenlos. Das ist cool. Das hätte ich mal machen sollen. Das Gute ist ja auch, jetzt gerade, wir sammeln das Holz ein. Was ist das hier noch? Genau, und den anderen Kram sammeln wir auf. Wenn wir Holz aufgefüllt haben, dann ist auch alles andere aufgefüllt. Also wenn mein Holzlager aufgefüllt ist, dann sollten auch die Sachen hier aufgefüllt werden. Sein. Oh nein, Komodo, was tust du? Hör mal auf hier mit auffüllen. Komodo, ey. Feldarbeit, Bauen machen wir weg. Feldarbeit weg, Bergbau weg, Waldarbeit weg. Damit er sich nur noch aufs Kochen konzentriert, wenn er dann gespielt hat. Ich hoffe ja auch, dass ihr bald mal anfangt, hier Feldarbeit zu machen. Was macht Lawson? Er pennt wieder. Komodo ist auch da. Schön. Alle schlafen. Ja, Quest läuft ab. Pech gehabt. Wir machen ja erstmal keine mehr. Forschung ist aber ganz gut vorangeschritten. Alle Lichter sind an, wie es aussieht. Hier sieht es ziemlich warm aus in manchen Räumen. Oh, die ist wahrscheinlich auch wieder angepisst dann.
29 Grad. Im Warmen geschlafen oder zu heiß? Fast eindrucksvolles Schlafzimmer, richtig gemütlich. Freundstab, Pizza geschlafen, Schmerzen, Haustierstab. Ja. Ist halt so. Ich sollte vielleicht gucken, dass ich das Feuer verschiebe. Eventuell hier so hin. Das hier kann dann abgerissen werden. Lawson, was machst du? Du trägst Holz. Du baust mir bitte mal das hier auf. Toxos trägt Holz zu Holzlager. Reinigen von Dreck bitte. Oh, was haben wir denn hier? Ein Muffalo. Ich hoffe, Komodo... Oh, der kann gar nichts kochen. Muffalo? Ich würde sagen, das sollte sich mal Migotra schnappen. Das hier auch. Genau, die beiden Viecher müssen jetzt sterben, quasi. Damit wir weitere einfache Mahlzeiten herstellen können. Wobei... 5, bla Tage. Ne, wir lassen die Tiere mal hier rumlaufen. Ne, wir brechen es ab. Was machst du? Du baust Pappeln an. Du sammelst das Holz ein. Sehr gut. Holz haben wir jetzt quasi 992. Sehr schön. Würde ich echt gucken, dass ich das jetzt irgendwie zukriege. Oder? Mal eben schauen. Lassen die Zeit trotzdem mal weiterlaufen. Ja, es wird echt Zeit, dass wir hier Sachen bauen können. Anbauen können. Oh, die Zuweisung. Da muss ich auch mal eben schauen. Alle bleiben hier drin. Gut. Feldarbeit. Komodo nicht. Nee. Toxos geht so. Okay, Toxos darf auch wieder Waldarbeit machen. Aber ist auch träger. Was baust du jetzt an? Pappeln. Kannst vielleicht mir lieber das hier anbauen? Baumwolle? Nee, was brauchen wir? Heilfeld. Heilfeld, Maisfeld, Reisfeld, Kartoffel. Ja, mach lieber das Typ. Komodo trägt wieder. Oh, die Viecher sind wieder weg, ne? Ne, das ist Muffalo. Und da ist diese Rentierkuh. Okay. Einfach mal. Warum liegt denn hier wieder Fleisch? Ach komm schon, Komodo. Migotra hat wieder Probleme. Frische Luft. Thronsaal ist mittelmäßig. Thronsaal, steht nix. Boah, was weiß ich, Kommode hast du jetzt. Meditationsthron hast du. Was willst denn du noch? Was ist das hier überhaupt? Ein Regal. Kein Einfluss, nee. Macht das hier vielleicht die Attraktivität besser? Nö. Muss ich vielleicht hier was ändern? Aus Gold? 200, bestimmt. Marmor? Bringt das was? Attraktivität 1, nee. 1x2 Tisch aus Marmor? Bringt der vielleicht was zur Attraktivität? 2. Keine Ahnung, ob das was bringt. Mal schauen, vielleicht bringt es ja was. Obwohl, ich könnte ja auch bei den Thronen schauen. So, Gold und Stahl brauchst du dafür. Okay, wir haben kein Gold. Also, wir haben zwar Gold, aber nicht genug. Okay, es scheint ja alles ganz okay zu laufen. Warum sitzt Komodo hier? Oh, Sammelpunkt ist hier aktiviert. Hallo, setz dich da nicht hin. Bist verrückt oder was?
So, Lawson. Lagerfeuer. Du füllst die Fackel noch auf. Alles gut. Dann würde ich sagen, beende ich die Episode für heute. Wenn es euch gefallen hat, können Sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier mit der Kolonie weitergeht, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.